Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrella.de. Dies ist wieder ein Video, in dem ich euch eine Aufgabe vorrechne. Falls es euer erstes Induktionsvideo sein sollte, das ihr anschauen möchtet, dann geht bitte zuerst auf unsere Homepage und schaut euch ein anderes Video an, in dem ich es euch erkläre. Oder guckt euch die Aufgaben an und versucht selber. Aber das hier als Einstiegsvideo würde ich nicht unbedingt empfehlen. Nun, wir wollten diese Aufgabe lösen, also 1 plus 3 plus und so weiter bis 2n minus 1. 2n ist gerade, minus 1 ist ungerade. Wir summieren also über alle ungeraden Zahlen und es soll dann genau n Quadrat sein. Wir beginnen mit dem Induktionsanfang. Der Induktionsanfang ist einfach n gleich 1 oder einfach die kleinste mögliche Zahl einsetzen in diese Formel, die erlaubt ist. In unserem Fall wäre das 1, also 1, naja, plus nichts weiteres, soll das gleiche sein. b1 zum Quadrat, naja, das ist natürlich 1. Das stimmt. Das ist fast immer so einfach. Danach kommt der Induktionsschritt. Der besteht wiederum aus drei Unterteilen. Der erste davon wäre die Induktionsannahme. Die Annahme sagt, für ein beliebiges, aber festes n soll eben das, was wir beweisen sollen, gelten. Ich schreibe hier also einfach nur das ab, was die Aufgabe schon sagt. Also 1 plus 3 plus 2n minus 1, also die Summe über alle ungeraden Zahlen, soll das gleiche sein wie das Quadrat über n. Danach kommt die Behauptung. Die sagt, naja, wenn die Annahme gilt, dann gilt das alles auch für n plus 1. Das heißt, da, wo vorhin n stand, muss jetzt im Prinzip n plus 1 sein. Das heißt, für unsere Summe, es geht um einen Summanden weiter. Wir summieren also alles auf, nehmen aber noch einen weiteren Summanden dazu. Dieser weitere Summand ist also um 2 größer als das hier. Oder genauer gesagt 2n plus 1 minus 1. Und das soll dann sein n plus 1 ins Quadrat. Also aus n plus 1 gemacht. Und nochmal hingeschrieben. Und das Wichtigste jetzt an der Induktion natürlich am Schluss, wir beweisen diese Behauptung. Nun, das heißt, wir schreiben da erstmal die Behauptung mit ab. Also, und versuchen das jetzt so an, umzuformen, bis wir genau das hier, das ist n plus 1 ins Quadrat haben. Wir sehen hier jetzt schon recht schnell, dass hier vorne, das ist genau unsere Annahme. Das heißt, das kann ich schreiben als n Quadrat. Das heißt, das ist nichts anderes als n Quadrat plus der Term hier. Rechne ich das schon mal aus, also 2 mal n plus 1 ist natürlich 2n plus 2 minus 1. Das kann ich jetzt wiederum hier verrechnen, das heißt wir haben 2n Quadrat plus 2n plus 1. Das soll das gleiche sein wie n plus 1 ins Quadrat, nur das ist nichts anderes als die erste binomische Formel, das stimmt nämlich genau. Das ist n plus 1 ins Quadrat. Wenn es euch nicht klar ist, schaut euch einmal das Video zu binomischen Formeln an. Somit stimmt es natürlich, wir haben es gezeigt. Unser Beweis wäre fertig. Nun, es gibt noch andere Typen von Induktion. Schaut einfach auf der Homepage nochmal nach und rechnet mal ein paar andere Typen. Nicht alles sind Summen. Vielen Dank.